immer der Gedanke bei mir ist, so anderen Menschen zu helfen, anderen Mehrwert zu bieten und andere zu unterstützen, dass die wachsen. Das ist für mich so mein Ideal und es macht mir einfach Spaß, sozusagen Resultate bei anderen zu sehen, sei es jetzt körperlich oder auch vielleicht mit meiner Social Media Arbeit, dass sie zum Beispiel mehr Kunden gewinnen. Ja, herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Podcast. Ich habe hier den Max Eiden hier bei mir sitzen. Ich freue mich, dass du da bist, dass das gut geklappt hat. Hi, Max. Hallo Raphael, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt hier einen Podcast zusammen aufzunehmen. Cool, super. Ja, Max ist ein junger, sportlicher, kommunikativer Typ, so wie ich dich kennengelernt habe. Wir haben uns auf dem Founder Summit in Wiesbaden vor ein paar Wochen kennengelernt und wir kamen ganz gut ins Gespräch und waren da sofort auf einer Wellenlänge. Also, Max hat eine schulische Ausbildung zur Systemintegration in Betzdorf gemacht und wohnt in Hannover. Und hat sich im Bereich Social Media Marketing selbstständig gemacht und bietet das an Unternehmen als Dienstleistung an. Und er hat auch eine Weiterbildung im Social Media Marketing in Richtung Instagram gemacht. Ja? So, und das ist jetzt so dein Beruf oder deine Berufung. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zu diesem Bereich gekommen? Jetzt von Systemintegration auf Social Media Marketing. Was hat da so in dir stattgefunden? Was ist da passiert? Ja, wie folgt war das? Also, ich bin zu dem Bereich gekommen, in dem ich komplett erstmal was anderes gemacht habe. Also, wie du schon gesagt hast, erstmal eine schulische Ausbildung Richtung IT-Systemintegration. Du hast ja ge gesagt, ich bin ja auch ein sportlicher Typ, beziehungsweise ich kann von mir sagen, einfach, ich bin jemand, der halt viel Kraftsport macht, Leistungssport. Ich habe für mich halt entdeckt, auf meinen Körper bewusster zu achten, dass auch wiederum, das auch an andere Menschen weitergeben möchte, sage ich mal, diesen Lebensstil und habe dann, wie viele sozusagen als Sprungbrett, erstmal das Network Marketing kennengelernt. Ich fand schon immer Social Media von der Art und Weise, von der Wirkungsweise und von, wie gesagt, von der Vielfältigkeit sehr interessant und habe das dann für mich so entdeckt, weil ich dann gesagt habe, okay, ich kann auch wirklich diese Social Media Arbeit, sage ich mal, für mich nutzen, für mein Network Marketing und wiederum, dass ich aber auch anderen dabei helfe, wieder. Also immer der Gedanke bei mir ist so, anderen Menschen zu helfen, anderen Mehrwert zu bieten und andere zu unterstützen, dass die wachsen. Das ist für mich so mein Ideal und es macht mir einfach Spaß, sozusagen Resultate bei anderen zu sehen, sei es jetzt körperlich oder auch vielleicht mit meiner Social Media Arbeit, dass sie zum Beispiel mehr Kunden gewinnen. So, und da konnte ich sozusagen zwei Sachen mit einer Sache verbinden und das war wirklich Social Media. Und ich habe dann wirklich gemerkt bis heute, okay, das ist wirklich meine Leidenschaft, das macht mir Spaß und ich kann wirklich zwei Sachen mit einer Sache verbinden und kann anderen dabei helfen. Cool. Ja, genau. Also Social Media ist echt der Hammer, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat. Da kann man ja auch wirklich eine Wahnsinnsreichweite erreichen. Ne? Ja. Okay, was hast du da jetzt bereits schon in der Richtung gemacht mit Unternehmen zusammengearbeitet? Was kannst du da was darüber Ja, erzählen? also letztes Jahr habe ich, sage ich mal, wirklich meine Phase gestartet, dass ich gesagt habe, ich möchte mit Gastronomen oder ich habe mich sehr auf die Gastronomie spezialisiert, wirklich auf Restaurants. Hat mich an Gastronomen gewendet und habe halt wirklich auch gemerkt, also viele haben entweder bislang noch keinen Bezug zu wirklich dem Bereich Social Media, beziehungsweise wollen vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben. Deswegen gibt es auch glücklicherweise mich, sage ich mal. Deswegen kann ich immer für andere das auch machen oder haben auch noch nicht ganz verstanden, was es wirklich bedeutet, einen Auftritt, sage ich mal, auf Facebook zum Beispiel zu haben und auf Instagram, was es dir wirklich bringen kann, diesen Mehrwert. Der ist für viele noch gar nicht greifbar, weil wie du schon sagst, also es hat sich ja in den letzten, würde ich mal sagen, 5 Jahren extrem so exponentiell wirklich gesteigert, sodass man heute sagt, dieser Beruf sozusagen Influencer, der hat ja eine ganz neue Bezeichnung. Wenn man gerade jetzt mal als Beispiel schaut, in den letzten Tagen oder beziehungsweise letzte Woche, so sage ich mal, Richtung schon Politik auch und CDU, dass jemand, der sozusagen
eher als normaler Mensch dasteht, auf einmal totalen Einfluss hat in der Politik, nur weil er YouTuber ist. Und das ist halt, finde ich, ziemlich krass. Und das zeigt einfach, wie bedeutsam das Ganze geworden ist und in welche Richtung wir gehen und wie großen Einfluss das haben kann. Und genau das ist der Punkt. Und da konnte ich wirklich schon vielen Gastronomen wirklich helfen, erstmal wirklich ihren Social-Media-Auftritt überhaupt zu erstellen. Ich habe dieses Jahr für mich gesagt, ich möchte mein Unternehmen neu skalieren, neu sozusagen aufbauen und habe nicht mehr Interesse, mit solchen Unternehmen oder Gastronomen zusammenzuarbeiten, die halt von ihrer Einstellung nicht ganz die Wertigkeit verstehen von Social Media. Ich habe mir gesagt, ich möchte halt Unternehmen fördern, ich möchte Startups fördern und ich möchte das Ganze auf einer ganz anderen Basis starten. So. Und dieses Jahr möchte ich wirklich mit Leuten zusammenarbeiten, die ein neues Level erreichen möchten, die auch irgendwo ein bisschen auch schon verstehen, was Social Media heute bedeutet und dass man auch versteht, dass meine Aufgabe sozusagen auch eine Wertigkeit hat, dass ein Geben und Nehmen ist, dass man wirklich Großes erreichen kann. Ja, danke für die ausführliche Erklärung dazu, zu dem Ganzen. Da kann ich voll und ganz nachvollziehen. Jetzt sehe ich da so diese ganzen Parallelen, wie du gesagt hast, mit Empfehlungsmarketing und dann eben Social Media Marketing und die Zielgruppe. Ja, das ist quasi wie bei jedem Networker, der erstmal startet. Da ist es die Herausforderung, die meisten begreifen erstmal nicht, das hängt wieder mit Erfolg zusammen mit unserem Thema, dass man die richtige Zielgruppe finden muss, wie wichtig das ist. Denn wie im Network, so wie du auch die Erfahrung gemacht hast, halt, die begreifen das noch nicht. Das ist schwer, Menschen etwas begreiflich zu machen, wenn sie gar nicht wollen oder vielleicht gar nicht das Interesse dafür haben. Dann läuft man den Menschen hinterher, hat recht viel Arbeit, aber muss irgendwie immer wieder verstehen, man kann die Leute nicht zu irgendwas zwingen, sondern wenn die bereit sind, dann kann man dann gut zusammen kooperieren. Also wieder die Zielgruppe genau zu finden und mit denen zusammenarbeiten, die wirklich wollen. Ja? Das, was du gerade gesagt hast. Ganz genau, ganz genau. Das ist gut, dass du es sagst. Das ist auch so, was ich wirklich in den letzten Jahren, also sei es jetzt im Network Marketing oder jetzt auch über Social Media Arbeit mit anderen, dass ich das wirklich so auch festgestellt habe. Das heißt also, man muss auch irgendwo seine Zielgruppe finden und man kann halt auch nicht, wenn es bei dem einen funktioniert, muss das ja nicht für dich selber funktionieren, sondern du musst ja wirklich auch authentisch bleiben. Es bleibt ja nie aus, das ist ja so das Wichtigste, der wichtigste Punkt, sei es im Network Marketing oder auch im Social Media Agency Bereich, sag ich mal, der Mensch bleibt ja nie aus, der sollte im Fokus bleiben, ansonsten bist du einer von vielen und das ist ja, was uns Menschen auch ausmacht, also wir möchten ja zu etwas zugehören, wir versuchen ja oder also denken ja immer darüber nach, ob wir uns mit jemandem identifizieren können und da sollte ja nicht sozusagen drei Buchstaben und ein Bild sein, sage ich mal, sondern einfach ein Mensch im Vordergrund stehen und somit kann man dann auch für sich feststellen, okay, passt das zu mir oder nicht und das ist wirklich ein interessantes Thema mit der Zielgruppe, das ist wirklich cool, dass du es angesprochen hast, weil das muss man ja auch erstmal für sich, das ist ja ein Prozess, muss man ja selber für sich feststellen, okay, am Anfang hat man vielleicht die Zielgruppe und denkt, das wäre das Nonplusultra und dann stellt man irgendwann fest, vielleicht nach 3 Monaten, 5 Monaten, das war es überhaupt nicht. Du musst dich ein bisschen neu orientieren, du musst dich neu ausrichten und musst auf andere vielleicht Werte auch dich festlegen und dann auch selber, du kannst ja immer die Veränderungen schaffen, indem du dich selber veränderst, kannst du auch bei anderen die Veränderungen schaffen, so. Und das ist höchst spannend, ja, das Thema. Genau, das ist quasi so ein Weg, wo man sich immer wieder fragen sollte, okay, bin ich auf dem richtigen Kurs? Muss ich irgendwas optimieren? Habe ich die richtige Zielgruppe? Oder muss ich das ein bisschen genauer definieren? Ja, also das kenne ich auch ganz gut. Je genauer ich die Zielgruppe kenne, genau weiß, wie meine Zielgruppe tickt, wie sie denkt, wie sie fühlt, worauf sie die Aufmerksamkeit richtet, umso besser kann ich da auch helfen. Ja? Du auch das Thema gesagt hast, du willst Menschen helfen, umso besser können wir den Menschen helfen, wenn wir genau kennen, diese Menschen, wer die sind und was die wollen. Ja? Genau.
Okay, super. Ja, dann haben wir da schon mal wichtige Erkenntnisse hier geteilt für den persönlichen Erfolg, egal auch in welcher Branche, in welchem Beruf ich mich befinde, zu schauen, was kann ich dem anderen Menschen geben, was will er und da gezielt wirklich drauf eingehen. Ja. Okay, warum ist Social Media Marketing heutzutage so wichtig? Ja, warum diese Richtung? Sollte man, oder ja, jetzt mal so provokativ gesagt, ich brauche das doch alles gar nicht. Ich kann doch auch offline das Ganze machen. Warum sollte ich mich darauf einlassen? Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also in erster Linie würde ich mir erstmal die Frage stellen, also sozusagen, möchte ich mit der Zeit gehen oder möchte ich halt wirklich stehen bleiben? Und es ist halt einfach so, dass mittlerweile das Internet immer mehr einen größeren Stellenwert in unserem Leben nimmt. Ich habe mal gehört, wir sind mittlerweile so, pro Tag gucken wir so 150 Mal aufs Handy im Schnitt. Ich finde das schon richtig krass. Also vor 20 Jahren gab es das bestimmt noch nicht. Oder kann man das auch nicht vorstellen. Genauso, was ich eben als Beispiel nannte, das ist so für mich so, das, wo ich sage, okay, das hat wirklich einen Riesenstellenwert eingenommen, dass man wirklich jetzt in der CDU auf einen YouTuber reagiert, der vielleicht eine Stellungnahme nimmt, die nicht für die CDU so gerade positiv ausfällt. Und das finde ich höchst spannend. Also was das wirklich für einen Stellenwert hat und wiederum, was das für dich als Mehrwert haben kann für dein Unternehmen, für deine Unternehmung, für dein Startup, für deine Dienstleistung, was auch immer du machst oder dass du einfach dich als Person darstellst, als Influencer oder als sozusagen Werbeikone. Und ich finde, also meiner Meinung nach ist es heute einfach, bleibt es nicht aus. Also ich kann zwar den sozusagen den Offline-Weg gehen, dass ich halt Geld in vielleicht in Flyer investiere. Was natürlich auch sehr, sehr gut funktioniert, ist Mundpropaganda. Das ist nach wie vor das Beste, was es gibt, aber irgendwo finde ich, man muss sich ja mal vorstellen, was wären wir denn heute, wenn morgen jetzt WhatsApp weg ist, YouTube weg ist und Facebook weg ist und Instagram. Mhm. Dann wäre, glaube ich, bei vielen im Leben irgendwo eine Leere. Und es gäbe auch gewisse Berufe nicht mehr, es gäbe einfach gewisse Vermarktungsdinge, Strategien, Plattformen gar nicht mehr und das wäre eigentlich gar nicht mehr wegdenkbar. Also letzten Endes, will ich damit sagen, ich kann mir aus meiner Perspektive das gar nicht wegdenken und ich denke, das ist so das Wichtigste, was man heute anzunehmen hat, wenn man wirklich, erfolgreich werden möchte, dann muss ich einfach diese Plattform nutzen. Mhm. Und das ist für mich vor allem halt Instagram und Facebook und auch mhm. YouTube, weil das ist auch, man merkt ja auch immer mehr den Wandel, zum Beispiel von YouTube. YouTube wird irgendwann sozusagen vielleicht sogar Netflix ablösen, beziehungsweise das neue, also Netflix und YouTube wird auf jeden Fall das Fernsehen ablösen, weil es ist immer mehr dieser Wandel, dass man selber bestimmen kann, was kann man anschauen, selber bestimmen kann, okay, wem möchte ich angehören, wem will ich mir anhören und wem halt nicht. Und es nimmt halt einfach diesen Wandel an, dass es immer mehr an Bedeutung annimmt sozusagen und dass Leute, die sozusagen früher vielleicht vor 20 Jahren einfach sozusagen eine nicht so bedeutsame Rolle hatten, dass die heutzutage halt wirklich einen großen Einfluss haben, mit sozusagen eigentlich vielleicht in vielerlei Augen wirklich mit einer Sache, die im ersten Moment vielleicht gar nicht so wirkt, als wäre sie so wichtig. Nehmen wir jetzt nur mal Instagram. Wenn ich dann das nur nehme und jemand stellt sich da als Person und sein Leben, ist es vielleicht in erster Linie, denkt man erstmal, okay, das ist halt alles schön und gut, aber wie kann das irgendwie halt so nachhaltig sein und so einen Einfluss nehmen? Aber indem halt so viele Menschen das nutzen und so viele Menschen auch darauf reagieren und wie gesagt, im Beispiel auch, dann man auch so darauf reagiert, selbst in der Politik, für mich heißt es einfach nur, okay, wohin geht das erst noch? Also die Zukunft wird ja nur noch dann noch mehr mit diesen Medien oder mit diesem Medium einfach beeinflussbar sein und es wird auch nicht mehr wegzudenken sein. Ja, verstehe. Gerade Instagram, was du ansprichst, ist
noch nicht so bekannt wie Facebook oder YouTube oder ja, gut, Netflix hast du angesprochen, das hat jetzt nichts mit Social Media so zu tun, ja. Aber ich meine, das ist jetzt nicht so bekannt und es gibt noch viele Menschen, die gar nicht den Nutzen und Zweck, überhaupt die, ja, Zweck der die Existenz von Instagram kennen. Kannst du das mal so ganz kurz erläutern, was der Sinn von Instagram ist, wie das funktioniert im Gegensatz zu den anderen? Also, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit also Facebook und Instagram, ist halt Instagram, muss man sich vorstellen, wie früher eine Zeitschrift mit Bildern drin, wirklich ein Magazin, wo sich eine Firma, eine Person selber drin darstellt und du kannst durchblättern. Also du siehst halt auch sozusagen eine normalerweise, wenn man es gut macht, eine grobe Richtung, was um was es eigentlich geht. Also in den Bildern schon. Beziehungsweise dann auch in der Beschreibung ja auch, aber in den Bildern siehst du schon eine grobe Richtung, um was geht es. Zum Beispiel, wenn jemand halt so, sagen wir mal, Reiseinfluencer ist, dann sieht man ja nur Reisebilder. Das heißt also, ich hätte damals diese Zeitschrift, wo halt schöne Urlaubsbilder drin sind und die Person ist da auch abgebildet und ich blätter einfach durch sozusagen, was ich sehen möchte, da halte ich an und ich kann halt viele Bilder sehen. So. Und ich würde sagen, das Hauptthema, wo sich halt Instagram unterscheidet zu Facebook, sind wirklich die Bilder, die Qualität der Bilder. Und es kommt viel, viel mehr auf die Bilder an, als bei Facebook zum Beispiel. Da ist halt auch noch der Text entscheidend. Aber bei Instagram ist es wirklich einmal die Bildqualität, das Bild, was ich da zum Ausdruck bringe. Und dann, was ja neu auch da ist, ist wirklich diese Stories ist auch ja sehr interessant oder wichtig, dass du einfach sozusagen aus deinem, da kommt auch wieder dieser Punkt, okay, die Person muss im Vordergrund stehen, dass ich dann in der Story zum Ausdruck bringe und das halt im Vordergrund bringe, was ich halt auch so im Einzelnen in meinem Leben mache. Das heißt, der Mensch wird wieder dargestellt und das ist so, hat ja auch neue Züge angenommen, so plus dann noch vielleicht auch Live-Videos. Oder jetzt gibt es sogar noch dieses IGTV. Das heißt, immer mehr dieses Interaktive, immer mehr dieses wirklich bei der Person, die ich verfolgen möchte, bin ich immer näher dran. Und das, finde ich, ist bei Instagram oder vielleicht sogar jetzt bei YouTube auch viel mehr gegeben als bei Facebook. Facebook hat so ein bisschen, finde ich, so in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren so ein bisschen so einen Wandel angenommen, dass ich finde, dass es nicht mehr so gefühlt nicht mehr so angesagt ist, dass da nicht mehr so viel passiert, beziehungsweise, dass man da vielleicht auch eine andere Zielgruppe hat. Da sind wir wie bei dem Thema Zielgruppe. Ich denke, dass Instagram wirklich viel mehr jüngere Leute benutzen und Facebook vielleicht ein bisschen auch ältere Menschen schon für sich entdeckt haben. Okay, ja, auf die ganzen neuen Social-Media-Kanäle springen dann auf die jüngeren Leute erstmal an, genau. Bevor das dann in der Allgemeinheit akzeptiert wird. Das war ja bei Facebook auch so. Damals. Genau. Oder Snapchat oder die ganzen anderen Sachen, was es noch alles gibt, da wollen wir ja gar nicht von reden. Also das würden auch eher tendenziell die Jüngere benutzen, als dass es zum Beispiel jemand, der 40 Jahre alt ist. Okay, ja. Ja gut, jetzt haben wir mal so einen Überblick hier über Instagram, wie das Ganze funktioniert, warum es da ist. Und ja, so kann sich der eine oder andere jetzt mal Gedanken machen, ob das Sinn macht, hier Instagram zu integrieren. Wir werden auch noch in der Beschreibung hier bei unserem YouTube-Video auch Max verlinken, wer da jetzt daran Interesse dann hat, da etwas in Richtung mehr zu machen. Also Facebook und Instagram sind ja deine Spezialitäten, ja? Genau, ja. Dann könnt ihr den dort erreichen, dann seht ihr das. Gut, ja, jetzt nochmal abschließend zum Schluss nochmal so eine Frage. Hast du irgendwelche Tipps, Tools, Rituale, wie du dich auf Erfolg programmierst, auf deine Ziele, um deine Energie hochzuhalten, deine Energie hochzupushen, ja, damit du vorwärts kommst? Ja, also für mich ist, also im Thema Energie, ist es einmal wirklich, da muss ich wieder anfangen, sozusagen bei uns selber als Menschen, sozusagen, wie versorge ich mich? Und da fängt schon das Thema an, okay, was gebe ich meinem Körper, so kann der halt auch irgendwo nur funktionieren. Das heißt irgendwo, ich kann nicht erwarten, wenn ich nur Burger und Cola
esse und trinke, dass ich dann irgendwie schon überhaupt vom Energieniveau überhaupt relativ hoch bin. So, das ist das Erste. Also was gebe ich meinem Körper überhaupt rein? Und das Zweite ist, die zweite Variable ist einfach, ich finde immer sehr wichtig ist, dass man sich überlegt, mit wem umgebe ich mich überhaupt, mit welchen Menschen und was ist überhaupt mein Ziel, wo möchte ich hin? Und diese Person, die mein engster Kreis sind, man sagt immer so, die fünf Menschen, die in deiner Umgebung sind, die beeinflussen dich am meisten, beziehungsweise zeig mir deine fünf wichtigsten Personen in deinem Leben und ich sag dir, wer du bist, so ungefähr. Mhm, genau. Und ich finde, das stimmt einfach, weil das hat den größten Einfluss auf dich. Zumindest, wenn du noch in dieser Position bist, dass du auch viel sozusagen dahin gehst, dass du sagst, mir ist wichtig, was andere über mich denken. Ich bin so ähnlich wie meine Freunde. Klar, sobald ich mich davon auch abkapsel, bin ich hier auch anders, aber werde auch vielleicht gar nicht mehr so akzeptiert oder respektiert von meinen Freunden und muss vielleicht auch einfach mal einen engeren Kreis verändern. Und das ist auch die Veränderung. Also du schaffst, indem du halt, wie ich schon mal eben erwähnt hatte, indem du halt die Veränderung bei dir selber schaffst, schaffst du auch die Veränderung bei den anderen, die du vielleicht auch bei denen sehen möchtest. So. Und das ist, finde ich, auch so ein wichtiger Punkt, wo man sich immer mal reflektieren sollte, okay, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin und mit wem umgebe ich mich, mit wem verbringe ich ziemlich viel Zeit. Und das soll jetzt nicht klingen, okay, ich bin jetzt total der Egoist und ich soll mir überlegen, mit wem verbringe ich Zeit und mit wem nicht so ungefähr, beziehungsweise welche Freundschaften kündige ich so ungefähr, sondern einfach, dass das im guten Verhältnis steht und dass ich auch offen bin für Neues oder für neue Leute, die vielleicht auch schon da sind, wo ich hin möchte, weil das ist ja immer das Entscheidende. Also ich sollte ja immer den Kontakt aufbauen, vielleicht auch mit Menschen, die schon daher da sind, wo ich bin. So. Und noch zum Thema Energie, für mich ist auch eine Energiezufuhr ist auch der Sport wirklich, also dass du, wenn du ein bisschen Sport treibst, dass es einfach dein Energieniveau noch höher ist und dass so Veranstaltungen, wo wir zum Beispiel waren auf der Entrepreneur University, das ist halt auch nochmal so eine externe Aufladung, wo du neue Energie dazu bekommen kannst, wo du richtig coole Menschen kennenlernen kannst, die du so vielleicht in deiner normalen Arbeit auch gar nicht kennenlernen würdest, weil da bist du ja wirklich immer gefangen in dem, was die denken, was die von ihrer Arbeit halten, was sie von dir halten und wie sie vielleicht in die Zukunft gucken oder ob sie überhaupt in die Zukunft schauen. So. Und wenn du dann auf einmal dich mit Leuten umgibst, vielleicht nur ein Wochenende, die so große Ziele haben, die vielleicht sogar über deine Ziele hinausgehen, dann veränderst du dich auch als Person und von deinem Horizont und bekommst ein ganz anderes Energieniveau. Und ich finde, das sind so die vier Energiedepots, die ich so habe und wo ich sage, okay, darauf kann ich zurückgreifen, aber ich finde immer, das Wichtigste ist wirklich dein Körper und was machst du damit und wie versorgst du den? Ja, super, cool. Also da hast du wirklich direkt hier mal so einiges nochmal von dir gegeben. Sport, Umfeld, Ziele und so weiter, finde ich super. Ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne, danke auch. In den Einblick in Social Media, was da abgeht, was da jetzt gerade so der Trend ist, wohin das Ganze geht und auch persönlich eben, ja, wie du Erfolg in dir erzeugst, was da wichtig ist. Super, dann haben wir ja wirklich hier einen tollen Content geliefert. Ich hoffe, euch hat es hier allen gefallen. Also bitte liken, ja, das Video, wenn es euch gefallen hat. Auch kommentieren gerne. Wir kommentieren auch entsprechend dann auf eure Kommentare und abonnieren. Ja. Vielen Dank auch Max, dir für deine Zeit. Ja, danke dir auch für deine Zeit, Raphael. Vielen Dank für den Podcast. Ja, viel Erfolg im Social Media Marketing. Ja, dir auch weiterhin viel Erfolg. Ja, danke. Ciao.